Also die Problematik bestand darin, dass wir mehrere Backup-Tools im Vorfeld schon eingesetzt haben und von jedem einzelnen Backup-Tool dementsprechend Berichte geschickt bekommen haben. Und wir mussten jeden einzelnen Bericht, mussten wir wirklich manuell uns angucken, wo lagen Fehler und, und. Und mit Backup Eagle haben wir das Ganze natürlich zusammenfassen können. Oh, das ist schon ein paar Tage her. Ich glaube, im Jahr 2006 kamen die ersten Kontakte zustande. Und dann wurde kontinuierlich daran gearbeitet, bis hin wir den Backup Eagle im Bereich Management und Provider eingesetzt haben. Die Vorteile sind darin, dass wir unsere 30.000 bis 40.000 Backup-Läufe, die wir täglich haben, zusammengefasst werden und daraus Berichte generiert werden und wir wirklich auf einen Blick sehen können, was für Fehler sind da, wo haben wir noch Lücken, was für Backups sind nicht gelaufen und vor allen Dingen, wir sind jederzeit aussagekräftig gegenüber unseren Kunden und bei einer Auditierung haben wir jederzeit die Möglichkeit, über ein Jahr und noch länger zurück unsere Backups-Reports dem Auditor vorzustellen. Also ich würde den Anwendern empfehlen, die mehrere Backup-Tools einsetzen und die sehr, sehr viele Backup-Läufe haben, damit sie wirklich alles an einem Ort haben und alles im Überblick haben.